Willkommen zu unserem neuen Video zum Thema Gesang. Nachdem es in unseren letzten beiden Videos um die Begriffe Bruststimme und Falsett ging, werden wir in diesem Video erklären, wie man diese beiden Register miteinander verbindet und was überhaupt unter einer Mischstimme zu verstehen ist. Wenn du also immer schon mal wissen wolltest, wie man in einer ausgeglichenen Stimmqualität durch alle Lagen singt, dann bleib dran! Die Begriffe Kopfstimme oder Kopfregister, die werden teilweise unterschiedlich gebraucht, teilweise gibt es da auch Synonyme zu. Zum Beispiel, wenn man gerade in Männerchören sich umhört und dort die Rede von Kopfstimme ist, dann wird damit das gemeint, was wir unter einem koordinierten Falsett verstehen. Auch in manchen Wörterbüchern bedeuten die Begriffe Kopfstimme, Falsett oder Fistelstimme dasselbe. Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, was immerhin von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben wurde, das spricht bei der Kopfstimme von einer künstlich nach oben gepressten Stimme. Da müssen wir sagen, ferner kann die Realität wirklich nicht sein. Was wir unter Kopfstimme verstehen, wird oft als Mix, Mixed Voice, Voix Mixed oder auch Mischstimme bezeichnet. Und das bezieht sich einfach darauf, dass das Falsett und das Brustregister verbunden wird. Dieses Video baut auf dem funktionalen Verständnis von Cornelius Reed auf. Wenn dir also nicht klar ist, was Bruststimme und Falsett ganz explizit im Sinne von Reed gemeint ist, dann schau dir auf jeden Fall nochmal die zwei vorherigen Videos an. Zur Abgrenzung. Reed, der verwendet auch den Begriff Mixed Registration. Das hat mit Mixed Voice nichts zu tun. Das ist irreführend. Zu dem Thema Mixed Registration werden wir nochmal ein anderes Video machen. Kommen wir aber nun wirklich zur Kopfstimme. Die Kopfstimme klingt warm, rund und hat eine angenehme Lautstärke. Sie ist vor allem sehr tragfähig, was es möglich macht, eben einen ganzen Konzertsaal zu füllen oder eben auch über ein Orchester hinweg zu singen. Außerdem ist ein ganz typisches Merkmal für eine ausgeglichene Kopfstimme ein ganz natürliches und gleichmäßiges Vibrato. Ja, zum Klang der Kopfstimme, ob die jetzt, ich sag mal, poppig, rockig, Jazz, Musical, was auch immer klingt, von der Technik hier drin ist das alles erstmal identisch. Alleine der Verstand, oder nein, nicht der Verstand, das Verständnis der Musikalität, die Verinnerlichung der Stilistik formt automatisch den entsprechenden Stimmklang. Also ich vergleiche das immer mit einer Pizza, da mache ich den Boden und egal, ob ich da jetzt Salami, Champignons oder Sardellen rauflege, der Boden, die Basis, die bleibt immer gleich. Und so ist das mit der Kopfstimme auch. Genau. Am Ende kann eine gut ausgebildete Kopfstimme sehr vielseitig klingen. Zum Beispiel kann sie so stark klingen, dass man sie von einer Bruststimme kaum mehr unterscheiden kann. Wenn also die Grundlage stimmt, dann ist eigentlich alles möglich. Das Singen in Kopfstimme, das ist nicht anstrengend. Klar, wenn wir jetzt hohe Töne singen, dann gibt es da eine hohe körperliche Aktivität, Muskelaktivität. Aber im Hals selber, da ist alles ausgeglichen und frei. Nach wie vor hält sich das Gerücht, dass in der Popmusik in Bruststimme gesungen wird und in der Klassik in Kopfstimme und im Musical mischt man dann beides. Da werden dann die höheren, klassischeren Musical-Songs in Kopfstimme gesungen oder die zarteren Passagen und im moderneren, ja, kräftigen Repertoire oder in der Mittellage in Bruststimme gesungen. Dann bleibt immer ein Bruch übrig. Das muss nicht so sein. Speziell zum Thema Belten haben wir auch schon ein Video gemacht. Am besten guckst du da nochmal rein. Da wird alles genauer erklärt, auch warum wir das ganz klar von der Bruststimme abtrennen. Ein im technischen Sinne guter Sänger, der verwendet aus unserer Sicht, aber auch aus der Sicht von Reed, das Kopfregister wirklich komplett durch die Stimme durch. Ausnahme ist dann vielleicht bei Frauenstimmen in einer sehr tiefen Lage, sagen wir mal ab ja, kleinem A abwärts. Genau das A, dass da dann schon ins Brustregister gewechselt wird. Und die Männer, die haben sowieso einen höheren Bruststimmanteil in der Stimme als die Frauenstimmen. Kurze Zusammenfassung also nochmal. In den Videos vorher haben wir gesagt, das Falsett entsteht dadurch, dass hier dieser Muskel, der Cricothyroideus, der Ringschildknorpelmuskel, aktiviert wird. Der Schildknorpel kippt ab. Durch diese Kippbewegung werden die Stimmlippen in die Länge gezogen und sind beim isolierten Falsett auch geöffnet.
Und das Gegenteil vom Falsett ist dann das Brustregister. Die Stimmlippen sind geschlossen. Die Muskeln der Stimmlippen selber sind aktiv. Schließer hier und dieser Muskel ist eher passiv. So, und wenn jetzt beide Muskelsysteme aktiviert werden, wie wir das gleich in den Übungen zeigen werden, dann haben wir eine ausgewogene Spannung. Das heißt, wir haben hier eine leichte Kippung des Kehlkopfes. Die Muskeln der Stimmlippen sind unter Spannung. Sie sind nicht ganz schlank, sie sind nicht ganz dick, sondern haben die goldene Mitte. Und auch hier der Verschluss der Stimmlippen über die Schließfunktion, der ist nicht brutal fest, sondern der ist sehr elastisch. Und da entsteht nämlich genau dann dieser Klang, dieser elastische Kopfregisterklang. Wie kommt man denn jetzt dann dorthin zu einer Mischstimme? Ja, mit bestimmten Übungen. Und zwar können wir mit bestimmten Übungen beide Muskelsysteme gleichzeitig ansprechen. Verbindende Vokale sind zum Beispiel I und Ä. Was auch hilfreich sein kann, ist die Integration von Twang. Das werden wir im nächsten Video nochmal genauer erklären, was das genau ist. Wenn das Falsett also stark ausgebildet ist und eine klare Kopfstimme abrufbar ist, dann können wir von dort ausgehen über kopfige Vokale, wie zum Beispiel ein U, O, O auch, und dann mehr Spannung und auch mehr Klang in die Stimme integrieren. Oder auch mit anderen Worten erklärt, wir binden das Brustregister mehr und mehr ein, um eben zu dieser Mischstimme zu kommen. Was wichtig dabei ist, ich sage immer, die Kopfstimme bleibt der Chef. Wir demonstrieren jetzt einfach mal ein paar Beispiele, dann könnt ihr das hören. Was natürlich auch hilft, ist es, sich ein paar gute Sängerinnen oder Sänger anzuhören. Wir haben unten mal ein paar verlinkt, auch aus verschiedenen Stilistiken, die wir als gute Sänger betrachten. Um also zusammenzufassen, was Kopfstimme ist. Kopfstimme gleich Falsett plus Bruststimme, aber mit einer Dominanz vom Falsett. Je nach Stilistik variiert der Anteil an Bruststimme in seiner Menge. Hier braucht jede Stimme individuelle Übungen, weil jede Stimme andere Voraussetzungen hat oder auf Übungen anders reagiert. Das braucht Zeit, das braucht Geduld, das braucht ein gutes Gehör und zumindest ein grobes Verständnis der Anatomie ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Und genau das ist es, was Gesangsunterricht zu einem Handwerk macht. Ja, ganz genau. Und diese funktionalen Übungen, an sich sind die Übungen ja sehr einfach. Welche Tonhöhe, welche Lautstärke, welcher Vokal, das kann man alles nachmachen. Nur eben die Reihenfolge, wann lasse ich genau welchen Vokal auf den anderen folgen, wie kombiniere ich die Lautstärken und die Übung, das ist genau, was die Kunst ausmacht. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu dem Video, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an gesang@musicalexperten.de oder vielleicht noch besser, hier unten in den Kommentaren. Schreibt dort eure Fragen, Wünsche, Anregungen ein.
Wir werden uns auf jeden Fall die Zeit nehmen, euch darauf zu antworten. Guckt auch gerne mal bei unserem Instagram-Profil vorbei, musicalexperten.de. Dort haben wir auch immer mal wieder interessante Posts zu verschiedenen Themen oder auch Infos zu Workshops, die wir hier veranstalten. Aber ihr könnt auch auf unserer Homepage natürlich diese Informationen bekommen. Dort könnt ihr auch den Newsletter abonnieren. Im nächsten Video werden wir uns mit dem Thema Twang befassen, was das genau ist, in welcher Form das in der Stimme integriert wird, welche Arten von Twang es gibt. Deswegen abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr nichts verpasst.